Sie haben tatsächlich den Namen von Akira Toriyama in den Songtext eingebaut. Das war so wunderschön und gleichzeitig traurig. Mir kam wirklich eine Träne. Denn dieses Projekt ist nicht nur das letzte Werk von Toriyama, sondern eines, in der er sein ganzes Herzblut gesteckt hat. Und das spürt man. Jede Woche wird es besser und die Welt von Dragon Ball wird stetig erweitert. Ich schätze dieses Projekt immer mehr, weil man die Liebe und Hingabe aller Beteiligten deutlich merkt. Endlich wurde uns das Opening gezeigt. Ich hatte mich schon gefragt, wann es wohl kommen würde, aber sie haben es anscheinend für die zweite Folge aufbewahrt. Wahrscheinlich um den Songtext noch zu überarbeiten und Akira Toriyama die Ehre zu erweisen. Und das ist ihnen tatsächlich gelungen. Doch sie haben noch viel mehr getan, worüber wir später sprechen werden. Deswegen sprechen wir nicht nur über die neueste Folge, sondern auch über das Opening und Ending. Wir beginnen erstmal mit dem Opening. Erstmal zum Song. Der ist perfekt. Ich höre ihn seit gestern rauf und runter und freue mich einfach, dass wir endlich wieder ein neues Opening haben und dazu noch so ein wunderschönes. Was das Visuelle angeht, hat sich das Studio getoppt. Doch ich denke, das wisst ihr alle, denn vermutlich habt ihr selbst das Opening rauf und runter gehört. Gibt es eigentlich jemanden, dem das Opening überhaupt nicht gefallen hat? Falls ja, dann schreibt in die Kommentare, ich bin echt gespannt. Wie dem auch sei, gibt das Opening viel her, denn die haben uns einfach schon im Opening statt in der Serie den Vater von Dabra gezeigt, und zwar Senor Abra. Und ganz ehrlich, der sieht genauso aus, wie man sich einen König im Ruhestand vorstellt. Klar, bei uns werden die Könige erst in den Ruhestand geschickt, wenn sie tot sind, solange sind die König. Doch ich schätze, dass der Vater sich selbst irgendwann zur Ruhe gesetzt hat und seinen Sohn den Vortritt gelassen hat. Und auch glaube ich, dass König Abra fit war, als er regiert hat. Aber wie dem auch sei, sieht König Abra stabil aus. Wer weiß, vielleicht lebt er noch. Aber irgendwie hätte ich es besser gefunden, wenn man uns nur die Silhouette von König Abra gezeigt hätte und wir ihn erst offiziell in der Serie gesehen hätten. Aber gut, wir sind gewohnt, dass uns Toyanimation spoilert. Dann sehen wir etwas, was das dritte Auge sein könnte, also den legendären tertiären Oculus. Es ist kein Zufall, dass das runde Ding uns direkt nach den Königen des Dämonenreiches gezeigt wurde. Es ist das Auge oder hat was damit zu tun. Und das war eigentlich alles im Opening, worüber ich sprechen wollte. Jetzt beginnt die Review zur zweiten Folge. In Dragon Ball Daimer wurde uns einfach erklärt, wieso beim Film Dragon Ball Super Broly Shenlong nur einen Wunsch erfüllt hat, obwohl er schon damals geupgradet wurde und natürlich 3 Wünsche erfüllen konnte. Und zwar deswegen, weil Chi-Lai eine Fremde war und der Bonus für 3 Wünsche bekommen nur seine Stammkunden. Wie geil ist das denn, bitteschön? Also das habe ich wirklich nicht erwartet. Aber gut, das ist Classic Toriyama. Das hat mich echt zum Schmunzeln gebracht. Naja, wenigstens wurde ein wichtiger Wunsch von Goma erfüllt, denn die sind jetzt klein und schwach, also laut Degusu. Doch den Wunsch hätte man eher für das dritte Auge aufwenden sollen, aber das konnte er ja nicht wissen. Und Neva will ihm auch nicht so einfach die dämonischen Dragon Balls geben, denn selbst der König muss, wenn er sie möchte, gegen die Tamagamis kämpfen. Aber da er darauf verzichtet, frage ich mich echt, wie krass die eigentlich sind. Das wird noch spannend herauszufinden. Doch dann fragte Goma, ob er die Steine nicht ein zweites Mal wieder in Dragon Balls verwandeln kann. Doch Nevas Kräfte haben nur für einmal gereicht. Heißt, so krass ist er also doch nicht. Doch da die Dragon Balls ohne Dende wertlos sind, hat er ihn entführt. Doch er hätte ihn auch töten können, aber das hat er nicht. Eventuell braucht er die Dragon Balls noch, denn wenn Neva wieder bei Kräften ist, kann er ja wieder die Dragon Balls sammeln. Also nehmen sie ihn mit ins Dämonenreich und lassen Meister Popo zurück. Und ich wusste ja schon durch die Leaks, wie er aussieht, aber ihn jetzt so zu sehen, ist wirklich funny. Ich denke, jeder hat eine Glatze erwartet, aber nein, Daimer ist voller Überraschungen. Jedenfalls sind jetzt alle klein und Looney Tunes Set kann beginnen. Die haben jetzt realisiert, dass sie kleiner geworden sind, doch ihren Verstand haben sie beibehalten. Selbst die Babys Son Goten und Trunks. Und obwohl sie ja noch 9 und 10 im Geiste sind, feiern die das irgendwie. Doch wer das gar nicht so feiert, ist der gute Krillin. Denn jetzt ist er noch kleiner als zuvor. Und sie haben es getan. Sie haben uns zwar nur kurz, aber den OG Krillin gezeigt und ich lieb's. Ich habe ja schon in den frühen Videos die Character Designs der Kinder kritisiert, denn ich würde es halt viel mehr feiern, wenn sie so ausgesehen hätten wie damals. Und ja, Krillin war damals 13, aber Piccolo war im Erstklässleralter, denn so alt wurden sich ja die Erwachsenen gewünscht. Ein erwachsener Mann. Und da sie das sowieso nicht so genau nehmen, hätte ich mir so sehr die alten Designs gewünscht. Besonders für Krillin, denn ich liebte diesen kleinen, arroganten Bastard, der er früher war. Allein sein erster Auftritt, sein Verhalten, die Eitelkeit, der chubby Look und die Stimme, die wir im Deutschen hatten. Alles war perfekt. Doch wir befinden uns ja noch am Anfang, deswegen könnten sich zumindest die Outfits noch ändern. Also von den Nebencharakteren. Mir ist klar, dass Son Goku, Vegeta und Piccolo ihre
Outfits nicht ändern werden, doch hoffentlich Krillin und so. Naja, Mr. Satan sieht einfach fresh aus, Bulma ist froh über ihre glatte Haut und roastet nebenbei Krillin, dass er schon immer so ein Zwerg war. Und Mutten Roshi sieht einfach wie Saitama ohne Brille aus. Oder hoffentlich bin ich nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Jedenfalls kann er die Weiber anmachen, ohne direkt auf die Rübe zu bekommen und das feiert er. Freue mich schon auf die Side-Stories der Charaktere, aber trotzdem muss ich hier jetzt erstmal was kritisieren. Seit der letzten Folge wissen wir zu 100%, dass es tatsächlich Kinder sind und nicht Chibi-Versionen. Sonst hätten ja Mutten Roshi, Mr. Satan und auch der Rinderteufel ihren Bart noch. Doch, das haben sie nicht, da sie tatsächlich jünger sind. Und da frage ich mich, wieso Bulma ihre Midlife-Crisis-Frisur hat. Also als 3- oder 4-Jährige sah sie so aus und ich schätze mal mit 6 sah die bestimmt auch noch so aus. Wieso wurde ihre Frisur nicht geändert? Selbst Krillin hat eine Glatze bekommen, obwohl er Haare hatte, weil er anscheinend mit 6 eine Glatze hatte. Selbst der Rinderteufel hat einfach seine Maske wieder bekommen, die er so wie es aussieht schon als Kind getragen hat. Also wieso hat man das nicht überall gleich gemacht? So, dass wirklich jeder sein ursprüngliches Fit bekommt. Das wäre genial. Aber die haben es mal so gemacht, was denen eben besser gefiel. Wir haben leider die Chance auf Vegeta mit Mähne verpasst. Und ich weiß, die Haare bleiben gleich. Doch die machen hier doch eh, was sie wollen. Also wäre Vegeta mit einer Mähne stabil gewesen. Wie auch immer, ist was Böses im Busch. Was Böses? Und deswegen machen die sich auf den Weg zum Gottespalast. Meister Popo erwartet sie schon, Son Goku fragt, wo Dende ist, doch er wurde ja von den Dämonen entführt. Und danach erfahren wir was sehr Interessantes. Also erstmal zum Namekianer Neva. Piccolo kannte ihn als legendären Namekianer, der im Dämonenreich blieb, um die Dragon Balls zu beschützen. Das bedeutet, dass er nicht zurückgelassen wurde, sondern einfach nicht mitgeflohen ist. Und wir haben auch die Ursache der Flucht später beim Abendessen erfahren, denn Namekianer werden anscheinend ungern beherrscht und lehnen die Königsherrschaft ab. Deswegen haben sie das Dämonenreich verlassen, obwohl es dort wunderschön war. Im Ending sehen wir auch die alte Heimat der Namekianer, aber darüber sprechen wir am Ende nochmal genauer. Und sicherlich fragt ihr euch eventuell, woher er das weiß. Vermutlich von Neil, denn er hat als Beschützer und natürlich auch als Sohn sehr viel Zeit mit dem Oberältesten verbracht. Daher kennt Piccolo alles, was Neil kennt. Jedenfalls möchte Son Goku Dende retten, doch man kann da nicht einfach so hinreißen oder sich hinteleportieren, weswegen die für diese Reise ein Raumschiff benutzen wollen, womit Shin ins siebte Universum vor langer Zeit gereist ist. Doch es funktioniert nicht mehr, also schlägt Son Goku vor, dass Bulma ja dieses Schiff reparieren könnte, da sie ein Genie ist. Also will er sie holen, doch er kann nicht mehr richtig fliegen, denn er muss sich noch dran gewöhnen. Selbst Piccolo, von dem man erst dachte, dass er es kann, hat sich blamiert und beim Flug die Nase gebrochen. Doch langsam gewöhnen die sich dran und dann kam auch schon Bulma mit Kibito. Doch die erste Frage von Piccolo war, wo Baby Trunks ist. Lackt wen interessiert Trunks? Wo zur Hölle ist Son Gohan? Wieso wird er auch in der zweiten Folge komplett ignoriert? Und langsam mache ich mir Sorgen, denn es kann irgendwie nur zwei Szenarien geben. Entweder ist er ein Baby, da er noch als Kind von Shenlong gesehen wurde, aufgrund seines Alters und er deswegen keine Rolle spielt, oder er sieht tatsächlich so aus und wird uns alle überraschen. Hoffentlich das zweite, denn Son Gohan war ja kürzlich noch der stärkste nicht fusionierte Charakter. Hoffentlich machen die noch was mit ihm. Zurück zu Bulma. Sie hat gemerkt, dass das Schiff kürzlich beschädigt wurde und laut Kibito wurde es durch den Kampf gegen Majin beschädigt. Und dann sehen wir wieder Flashbacks und Chikashi toppt sich immer wieder. Dieses Mal haben wir keine Animationen gesehen, sondern nur Standbilder, aber egal. So ist das vollkommen in Ordnung, denn selbst so wurde wieder Leben in Akiras Manga eingehaucht. Das ist nicht mehr normal. Jedenfalls müssen sie laut Bulma 10 Tage warten, bis sie in die Dämonenwelt können, was eigentlich gut ist, denn so können sie sich an ihre Körper gewöhnen. Während Son Goku seinen Mönchstab sucht, ja, im Sub nennen sie seinen Zauberstab Mönchstab, doch ich bleib beim Zauberstab, denn das ist einfach OG deutsche Dub. Jedenfalls geht er ihn holen und währenddessen wird die Frage geklärt, ob alle mit spitzen Ohren aus dem Dämonenreich stammen. Doch dem ist nicht so, was ja Sinn macht, denn die Kaios und Kaioshins sind keine Dämonen. Aber die meisten sind tatsächlich Dämonen. Und wenn Gas oder Moro keine Dämonen sind, dann fress ich einen Besen. Also, dass die Dämonen sind, liegt wohl auf der Hand. Und warum sie aus der Dämonenwelt geflohen sind, ist jetzt nicht so spektakulär. Dafür gibt es mehrere Gründe. Manche wollten Freiheit und manche selbst vermutlich Könige werden, denn das wird man ja automatisch, wenn einem der Planet gehört. Jedenfalls wurde das Reisen aus der Dämonenwelt bekannt und es gab eine Zeit, in der viele Dämonen aus dem Dämonenreich entkamen. Doch dann wurde es verboten und man durfte nur noch mit Erlaubnis ins oder aus dem Dämonenreich. Die Fische sorgen anscheinend dafür. Irgendwann später war Son Goku zurück und zeigte ungefragt, was er noch von der damaligen Zeit mit dem Stab drauf hat. Stallone, ich geb dir ein Stich, bin der Patron. Stallone. Oh mein Gott, oh mein Gott. Worte können nicht beschreiben, was für ein Hure.
Bulma war begeistert und es wurde nostalgisch, denn mit dem Stab wurde sie ja damals von Son Goku bedroht, also bei der allerersten Begegnung. Und jetzt ist es wieder da. Danach essen sie und man sieht Piccolo wieder nur Wasser trinken. Dieses Mal wie ein Kind durch den Strohhalm. Auf jeden Fall ein witziges Detail. Und während dem Essen schlägt Bulma Kibito vor, das Raumschiff am besten direkt zur Capsule Corporation zu bringen. Und dann sagt er endlich, wozu er vorher nicht den Mut hatte, aber es sich die ganze Zeit gedacht hat. Und zwar, dass er kein Bote wäre, vor allem nicht von Bulma, einer Sterblichen. Also, das sagt er nicht, sondern er dachte es sich bestimmt. Die Interaktion zwischen Kibito und Bulma war echt lustig. Ich denke, das ist euch allen aufgefallen. Kibito hatte gar keinen Bock. Und aus dem Nichts kam auf einmal ein Raumschiff aus dem Dämonenreich. Doch es hatte eine andere Farbe als davor. Danach stieg er aus und es war Glorio, den wir ja schon seit längerem kennen. Doch jetzt hat er sich das erste Mal vorgestellt und möchte außerdem, dass Son Goku mit ihm ins Dämonenreich kommt und König Goma besiegt. Und anscheinend ist dieser Goofy-ass-Clown Goma doch nicht so schwach, sondern ein nicht zu unterschätzender Dämon. Und dass er Macht hat, wissen wir, denn was er auf jeden Fall kann, ist das Leben der Dämonen zu verlängern. Denn er hat ja Neva angeboten, sein Leben um weitere 1000 Jahre zu verlängern. Heißt also, er ist ein nicht zu unterschätzender Dämon. Doch, dass Shin absolut nutzlos ist und von nichts eine Ahnung hatte, weiß man nicht, wie sehr man seine Worte für voll nehmen kann. Denn er kennt ja noch alle die Buu-Saga, genau. Aber selbst wenn Goma nicht so mächtig ist, wird er es mit dem dritten Auge bestimmt werden. Deswegen muss er gestoppt werden. Der Kaioshin fragte dann Glorio, woher er eigentlich Son Goku kennt. Und er meinte, vom König der dritten Dämonenwelt. Heißt also, dass jede Ebene einen König hat. Also, das ist mehr als interessant und irgendwie wird das wirklich immer besser und besser. Ich freue mich schon, die Könige von der dritten und zweiten Ebene zu sehen. Hoffentlich sehen die wie richtige Könige aus, also wie Dabra und nicht Goma. Und weil Degesu an der Verschwörung beteiligt ist, begleitet Shin Son Goku. Außerdem weiß er einiges über das Reich, was hilfreich sein könnte. Vegeta möchte auch mit, doch es ist kein Platz mehr in Glorios Flugzeug. Also wird er mit Shins Raumschiff nachkommen. Und dann endet auch die Folge. Doch dieses Mal bekamen wir tatsächlich sogar ein Ending, also nicht nur Opening. Und darüber müssten wir auch reden. Also natürlich nur über die wichtigen Sachen. Wie vorhin angesprochen, sieht man die alte Heimat der Namekianer und wie man sehen kann, sieht es sehr verlassen aus, da sie das Reich ja vor langer Zeit, also mehreren 10.000 Jahren verlassen haben. Doch die Wurzeln haben sie nicht vergessen und das ist einfach nur herzerwärmend. Danach sehen wir den Kaio-ähnlichen Planeten und haben uns ja gefragt, wer da drin leben könnte. Ich habe den Namekianer vermutet, doch man sieht Glorios Flugzeug, kleine Kinder und lustige Vögel. Und entweder lebt er da oder ist nur zu Besuch. Das finden wir sicher in der nächsten oder übernächsten Folge raus, da diese Ebene die dritte Ebene ist, was umgekehrt die erste bedeutet. Danach gibt es eine GT-Referenz, was trotzdem nicht bedeutet, dass es GT ist, ne? Und Panji werden wir wohl auch in der nächsten Folge kennenlernen, denn sie gehört auch zum Team. Doch was mich sehr überrascht hat, ist, dass Piccolo und Bulma auch in die Dämonenwelt reisen. Klar, Bulma bringt sie ja her, aber sie bleibt wohl auch. Und ein Traum wird wahr, denn es sieht verdammt danach aus, dass Vegeta und Piccolo ein Duo bilden werden, denn Son Goku hat ja später sein Team und wird mit denen reisen, während Piccolo und Vegeta eine eigene Reise starten. Das wird herrlich. Außerdem gibt es viele Referenzen zum Dragon Ball Super Opening und Ending, was einfach zeigt, dass Daimar wirklich mit Liebe gemacht wurde. Ich meine, die erste Folge war ja schon ein perfekter Start, doch die zweite war noch besser und der Beweis dafür ist natürlich, dass sich die Folge wie 5 Minuten angefühlt hat. Und zum Schluss sehen wir wieder eine Hommage an Toriyama, denn Toriyama hatte ja ein eigenes Studio namens Bird Studio. Son Goku sieht am Ende, wie sich die Federn in einen Vogel verwandeln, dann kommt der Songtext, du weißt, dass wir niemals alleine sind und dann fliegt der Vogel weiter in Richtung Himmel und danach ist es zu Ende.